100 Jahre ist es her, lag ohne sie am Meer. Wohin es ging, war ungewiss, den Sternen hinterher. Ihr Schiff, es wurde jede Sturm, ihr Ziel war unbekannt. Aber stachen wir in See, auf ins neue Land. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Die Angst war mit bei Tag und Nacht, 12 Meter ruhig ist. Hunger, Durst und Not und Leid und noch kein Land im See. Doch eines Tages rief der Mann im Mast zum Kapitän. Hört, ich hab an Steuerbord ein neues Land gesehen. Christoph Columbus und 30 Mann an Bord, stolz und todesmutig, so segelten sie fort. Christoph Columbus, er glaubte fest daran, dass weit hinterm Horizont ein neues Land sein kann. Ein neues Land sein kann. Mehr als 100 Tage sind vergangen, seit wir die Hafenstadt Palos verließen. Wir haben eine große Anzahl Inseln entdeckt. Die größte unter ihnen heißt Kuba. Doch trotz all unserer Bemühungen sind wir nicht auf Gold gestoßen. Die Eingeborenen sind friedfertig, aber scheinen von Gold weder etwas zu wissen, noch sich dafür zu interessieren. Wir setzen unsere Entdeckungsfahrten fort, doch die Männer werden ungeduldig. Sie wittern das Gold und ich bin nicht sicher, ob ich weiterhin mit ihrer Loyalität rechnen kann. Wir haben seit unserer Abfahrt in Spanien einen weiten Weg zurückgelegt. Indien oder Zipango müssen in der Nähe sein. Admiral Columbus! Admiral Columbus, es gibt schlechte Nachrichten. Die Pinta ist spurlos verschwunden, hat sich in Luft aufgelöst. Was, verschwunden? Sie ist eigenmächtig fortgesegelt. Seht ihr, sie lag gleich da drüben. Das war Martin Pinzon. Er muss von den Eingeborenen doch noch mehr Berichte über Gold gehört haben und ist auf eigene Faust losgesegelt, um es zu suchen. Admiral! Na? Ich sehe sie! Die Pinta, sie segelt an Steuerbord davon! Aha. Da, die Pinta, sie verlässt uns! Ja! Admiral, wir müssen sie einholen und Pinzon für diese Ungeheuerlichkeit bestrafen. Selbst wenn wir es versuchten, mit diesem Schiff würden wir die Pinta niemals einholen. Es ist zu langsam. Aber Admiral... Bestimmt wird Pinzon es sich noch einmal überlegen und zurückkommen, Gutierrez. Wir sollten nachts ein Signalfeuer setzen, damit er uns wiederfindet. Das ist alles. Heute fügten wir den neuen Hoheitsgebieten des Königs und der Königin eine weitere Insel hinzu und gaben ihr den Namen Hispaniola, zu Ehren Spaniens. Da, Admiral! Eingeborene! Ja. Torres, geht an Land und nehmt diese Männer als Dolmetscher mit. Versucht, mit den Eingeborenen zu sprechen. Sehr wohl, Admiral. Und nehmt Geschenke für sie mit. Wie ihr wünscht, Admiral. Seid vorsichtig! Viel Glück! Passt auf euch auf! Glaubt ihr, sie sprechen dieselbe Sprache? Ich hoffe es. Jedenfalls hat Torres es geschafft, den Eingeborenen, die wir an Bord haben, ein paar Brocken Spanisch beizubringen, damit sie uns wenigstens sagen können, ob es auf dieser Insel Goldvorhaben gibt. Langa. Nein,
Das muss so etwas wie Ihr Anführer sein, Admiral. So ist es. Vielleicht erfahren wir von ihm, ob hier Gold zu finden ist. Gutierrez, lasst ein Festmahl vorbereiten. Wie ihr wünscht. Admiral, Sie haben uns verstanden. Wir haben Ihren Kaziken mitgebracht. Ihren Kaziken? So nennen Sie Ihren König, Admiral. Ich sagte Ihnen, dass wir aus Spanien kommen. Und dass wir einen König und eine Königin haben. Doch ich bezweifle sehr, dass Sie verstanden haben, was ich Ihnen mitteilen wollte. Unsere Eingeborenen sagen, sie glauben, dass wir auf irgendeine Weise vom Himmel gefallen sind. Dass wir vom Himmel gefallen sind? Ihr scherzt, Torres. Nein, keineswegs. Vielmehr glaube ich, dass es unsere Eingeborenen waren, die Ihnen das einredeten, wenn ich Ihre Gesten richtig gedeutet habe. Ich heiße dich willkommen, Kazike, im Namen des Königs und der Königin von Spanien. Ich bin Admiral Christoph Kolumbus. Möchtest du vielleicht von unserem Essen kosten? Es kommt aus Spanien. Admiral, seht, das ist pures Gold. Ja, tatsächlich. Wenn du mir jetzt folgen würdest, Kazike, wir haben auch ein Geschenk für dich. Erlaube mir, dir diese Quaste zu schenken. Ich danke dir. Welche Ehre. Bitte nimm dafür dies hier an. Torres, ich glaube, Sie möchten jetzt gehen. Bringt sie bitte zur Insel zurück. Gewiss, Admiral. Dolmetscher erfahren, dass es auf der Insel einen mächtigeren Kaziken gibt als den Jungen, den wir heute kennenlernten. Sein Name ist Guacanagari. Guacanagari? Ja, und wenn man den Berichten glauben darf, besitzt er unermessliche Reichtümer. Auf dem Teil der Insel, den er regiert, gibt es mehr Gold und er würde uns auch freundlich empfangen. Selbst wenn es so ist, diese Eingeborenen scheinen mit Goldschmuck nicht gerade reich gesegnet zu sein. Ich bezweifle, dass es hier überhaupt viel Gold gibt. Und auch wenn es welches gäbe, wir haben fast keine Glasperlen mehr, die wir für das Gold eintauschen könnten. Ich denke, Sanchez hat recht. Torres, warum hier noch mehr Zeit verschwenden, wenn die Eingeborenen einen anderen Ort in der Nähe kennen, wo es mehr Gold als Steine geben soll? Ich glaube, diese Insel ist dieser Ort. Sie sprachen von Guacanagaris Hoheitsgebiet. Meine Dolmetscher sagen mir, es wird Cibao genannt. Cibao? Cibao hört sich fast wie Zipango an. Ja, Zipango, die Insel vor Indien, auf der es Gold im Überfluss gibt. Sie könnte damit gemeint sein, Admiral. Admiral, ich sage, wir segeln ohne Umschweife nach Cibao. Unsere Männer haben nur noch einen Gedanken, Gold zu finden und reich nach Hause zu kommen. Wenn wir ihnen das verwehren, kann ich nicht ausschließen, dass sie meutern. Gut, wir statten diesem Guacanagari einen Besuch ab und überzeugen uns ein für alle Mal, ob diese Geschichten von Gold wahr sind. Ich hoffe nur, wir finden von hier aus einen sicheren Kurs. Ja. Wir haben Kurs auf Cibao genommen. Es ist nicht weit, doch wir müssen mit großer Vorsicht segeln. Die Strömung ist stark und es gibt nicht wenige tückische Riffe in diesen Gewässern. Ich habe die wichtigen Posten nur mit den erfahrensten Männern besetzt. Die Mannschaft ist erschöpft, aber wir können erst Anker werfen, wenn wir einen sicheren Platz finden. Jeder
mein Freund. Komm mal her. Ja, Herr. Was wünscht ihr? Ich kann vor Müdigkeit kaum noch stehen. Übernimm du für eine Weile das Ruder. Nein, Herr! Na, Angst, es passiert schon nichts. Tu einfach, was ich dir sage. Jetzt komm schon. Du brauchst das Ruder nur leicht zu bewegen, sodass der Polarstern immer an derselben Stelle steht. Verstanden? Ich muss ein wenig schlafen. Admiral, wo seid ihr? Kapitän Vicente, hier drüben. Wir haben Schwierigkeiten, das Schiff nimmt Wasser. Ja, ihr habt getan, was ihr konntet. Ihr müsst eure Männer an Bord Ninja bringen. Das Schiff aufgeben? Ja, Admiral, ihr habt keine andere Wahl. Die Ebbe kommt und das Schiff könnte möglicherweise kentern. Wenn wir Glück haben, bleibt es auf dem Riff liegen. Aber hier stehen Menschenleben auf dem Spiel. In Gottes Namen, gebt den Befehl. Alle Mann von Bord, verlasst das Schiff, Männer! Rettet euch auf die Ninja! Alle Mann von Bord, rettet euch! Springen, wir fangen die Schulter los! Ich kann nichts dafür! Ich weiß, es war nicht deine Schuld. Und jetzt beeil dich, geh von Bord. Ich komme nach, wenn ich euch alle in Sicherheit weise. Ja, Admiral! Legt euch in die Riemen! Nur weg von ihr! Vielleicht kentert sie! Glück im Unglück. Sie sitzt fest. Wenn sie bei Tagesanbruch immer noch auf dem Riff ist, werden wir versuchen, von der Ladung so viel wie möglich an Land zu bringen. Dem Himmel sei Dank, dass das Land nicht weit ist. Aber Admiral, das würde zu lange dauern. Wir haben nur ein paar kleine Boote zur Verfügung. Stimmt, aber wir werden Guacanagari um Hilfe bitten. Er ist uns freundlich gesonnen. Freundlich oder nicht? Wie kann er uns helfen, Admiral? Diese Eingeborenen sind doch primitiv. Sie haben ihre Einbäume und die werden uns genügen. Vielleicht gibt er uns auch noch ein paar Männer dazu, die sie rudern.
Nun gut, Gutierrez, ihr geht mit Arana, Torres und den Dolmetschern an Land. Bittet die Eingeborenen, uns zu helfen, die Ladung zu bergen. Wir werden alles tun, was möglich ist. Admiral, Torres ist zurück und er hat Begleitung dabei. Begleitung? Seht sie euch an, es scheint, als habe eure Idee Erfolg gehabt. Admiral Guacanagari hat sich hilfreich gezeigt. Er hat seine Männer angewiesen, uns beim Bergen der Ladung zur Hand zu gehen. Der Kazike scheint in der Tat sehr gastfreundlich zu sein. Vicente, lass ein Boot zu Wasser bringen. Ich gehe an Bord der Santa Maria und überwache das Bergen der Ladung und das Abtakeln von dort. Sofort, Admiral. Lass dein Boot zu Wasser, Männer. Wir fangen sofort mit dem Entladen der Santa Maria an. Oh. Herr im Himmel, ist das eine Schinderei. Zum Glück sind die Leitfässer noch ganz. Guacanagari hat uns diese drei Hütten zur Verfügung gestellt. Somit sind wir einigermaßen bequem untergebracht. Er gibt uns auch Hütten. Seine Großzügigkeit ist wirklich grenzenlos. Was ist das? Sie nennen es Hängematte, Admiral. Man schläft darin. Uns wurde gesagt, sie seien sehr bequem. Eine Hängematte? Für primitive Wilde scheinen mir diese Leute doch recht zivilisiert zu sein. Ich hoffe nur, die Männer sind klug genug, sie gut zu behandeln. Ja. Endlich mal was Richtiges zu essen. Ja, gib mal einen Teil her. Ein bisschen nachlegen. Sieh dir das an, eine Mütze voller Gold für ein paar billige Glasperlen. Wir werden wirklich reich hier in Indien. Ist das nicht ein wunderschöner Anblick? Schon, aber der Admiral hat uns den strikten Befehl gegeben, kein Gold von den Eingeborenen anzunehmen. Wenn er dich damit erwischt, dann bist du dran. Also werde ich mich nicht erwischen lassen. Du wirst es ihm nicht sagen, oder? Und ich halte garantiert auch meinen Mund. Außerdem sieht es so aus, als hätten diese Wilden mehr Gold als Verstand. Eure Gala-Uniform? Ihr müsst ja viel von diesen Wilden halten. Darin könntet ihr euch vor dem König sehen lassen. Nun, für sein Volk ist Guacanagari ein König und er hat uns königlich behandelt. Verzeiht, der Kazike ist soeben eingetroffen, Admiral. Schon? Willkommen an Bord, Senor. Admiral Christoph Kolumbus zu euren Diensten. Torres, ambon blab, combur pri, ambon blab. Er sagt, er bedauere den Verlust eures Schiffes und er werde euch helfen, so gut er kann. Ich lerne die Sprache erst, aber ich glaube, so etwas sagt er. Dankt ihm für mich von ganzem Herzen. Empfangt ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hier. Lasst mich euch helfen, es anzuziehen. Als nächstes die Handschuhe. Na, du lieb Torres. Bama Lama Dong. Er dankt euch und fragt, ob ihr gerne mit ihm speisen würdet, Admiral. Sagt ihm, es wäre mir eine große Ehre, mit ihm zu speisen. Unsere Bombarde interessiert ihm. Sagt seiner Hoheit, dass wir sie ihm vorführen werden. Arana, gebt einen Schuss auf die Reste des Schiffes ab. Mit Vergnügen, Admiral. Ho,
Es tut mir leid, wenn wir euch erschreckt haben, doch wie ihr seht, mit einer Waffe wie dieser braucht man keine Angst mehr vor seinen Feinden zu haben. E mani, selo o diao. Verzeiht, Admiral, aber warum wollt ihr ausgerechnet jetzt nach Spanien zurückkehren? Weil wir jetzt wissen, dass es hier Gold gibt, auch wenn wir nicht wissen, wie viel. Wir sind Seeleute und wissen nichts über den Abbau des edlen Stoffes. Wir müssen Ingenieure, Zimmerleute und Werkzeuge herschaffen. Aber am dringendsten brauchen wir Schiffe. Mit der Ninja allein können wir nicht auf Goldsuche gehen. Aber können wir denn alle mit ihr zurücksegeln, Admiral? Nein, ich möchte, dass die Hälfte von uns hier zurückbleibt und eine Kolonie gründet. Wir verwenden das Holz der Santa Maria, um ein Fort zu errichten und bewaffnen es mit der Bombarde. Wenn wir wiederkommen, dann mit allem Nötigen, was wir brauchen, um hier unseren Stützpunkt auszubauen. Admiral, ich möchte gerne unter denen sein, die hier bleiben. Wir alle wissen jetzt, dass es hier Gold gibt. Und ich kehre nicht eher heim, bis ich welches in der Hand habe. Ich bleibe auch hier, um die Disziplin aufrechtzuerhalten. Gut, Diego. Ich bin zuversichtlich, dass sich unter den Männern genügend Freiwillige finden, die hier bleiben wollen. Morgen werden wir mit dem Bau der Palisaden beginnen. Wenn das vorerst aufgebaut ist, bleibt nur noch eine wichtige Aufgabe. Die Pinta und Martin Pinzon zu finden, damit er mit uns nach Spanien zurücksegelt. Oh.